Das Wort hat jetzt der Kollege Manuel Sarrazin von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Herr Präsident, zu zwei, verehrte Kollegen, zu zwei Streitthemen hier möchte ich auch noch etwas sagen. Die erste Frage der Betriebsräte. Ich glaube, dass eine Stärkung der europäischen Betriebsräte ausgesprochen im Interesse der Politik ist, weil wir an vielen Stellen merken, dass in europäischen, internationalen Zusammenhängen die Politik als natürlicher Gegenplayer zu wirtschaftlich international agierenden Konzernen gesehen wird und wir oftmals auch dort von uns Sachen erwartet werden, die wir nicht erreichen können. Ich denke, da die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stärken, sie dabei zu unterstützen, international zusammenarbeiten zu können und ihnen mehr Rechte zu geben, ist einfach im Interesse auch von uns selber. Das Zweite, die Frage, inwieweit Ihr Sparpaket denn die Fähigkeit hätte, Teil der Umsetzung der EU-2020-Strategie zu sein, da muss ich Ihnen leider sagen, solche Luftnummern ziehen nicht, zumindest nicht, wenn Sie wirklich die Surveillance, die Überwachung der Kommission verstärken wollen. Sie trauen sich nicht wirklich zu agieren, Sie trauen sich nicht an die Strukturen ran. Und wer so tut, als hätte die Brennelementesteuer, die nämlich die Verlängerung der Atomlaufzeiten beinhalten soll, etwas mit Green Growth zu tun, der hat wirklich gar nichts verstanden. Ich denke, meine Damen und Herren, wenn Sie sich wirklich von der aktiven Arbeitsmarktpolitik verabschieden wollen, dann verabschieden Sie sich von dem German Miracle, auf das Sie so stolz sind in Ihren Reden. Und von daher tun Sie nicht so, als hätte das irgendwas mit EU 2020 zu tun. Die Strategie ist nicht so ambitioniert, wie sie sein sollte, aber Ihnen ist sie immer noch um Längen voraus. Ich finde, Sie sollten endlich mal Butter bei die Fische machen. Machen Sie endlich was, damit wir aus dieser Krise rauskommen. Und dafür erwarte ich von Ihnen, dass Sie beispielsweise den Punkt Abbau von Ungleichgewichten, der sehr betont wird in der Strategie, ernst nehmen und dass Sie uns hier vorstellen, wie Sie dazu beitragen wollen, dass die Ungleichgewichte zwischen den nationalen Wirtschaftsräumen innerhalb des europäischen Binnenmarkts tatsächlich abgebaut werden können. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie zum Thema wirtschaftliche Koordinierung, Governance-Strukturen endlich proaktive Vorschläge machen, dass Sie zeigen, wie man mit einem Green New Deal tatsächlich für nachhaltiges Wachstum und sparsame, ressourcensparsame Innovationen sorgen kann. Nur mit so einer Innovationsstrategie werden wir etwas schaffen. Dass Sie sich dabei immer noch weigern, die 30% CO2-Minderungsziel in der EU-2020-Strategie aufzunehmen, zeigt, dass Sie nicht verstanden haben, wo tatsächlich die Zukunft der Europäischen Union liegen muss. Und da muss ich sagen, rechnen Sie einfach mal die Folgekosten mit, dann könnte man das auch als Süddeutsche mit einem guten Taschenrechner berechnen, warum spätestens 2020 sich das für alle Menschen lohnen wird. Frau Högel hat ausgeführt, dass das Armutsreduzierungsziel eine Niederlage für Sie ist. Wir freuen uns, dass Sie diese Niederlage eingehen. Beim Bildungsziel mussten Sie auch einknicken zum Teil. Wir erwarten dort, dass tatsächlich auch Maßnahmen genommen werden, um tatsächlich auch den europäischen Ansprüchen Genüge zu tun. Aber eins ist, glaube ich, wenn man in eine kleine Metaphase zum Ende der Rede noch mal einsteigen will, eins ist wichtig. Ihre Interessenspolitik in der Europäischen Union ist nicht zielgenau genug, um tatsächlich auch deutsche Interessen gut einzubringen. Ich halte es auch für notwendig, an bestimmten Stellen darüber zu diskutieren, wo man beispielsweise den Stabilitätspakt ergänzen kann und Leistungsbilanzdefizite als Kriterium. Ich weiß aber auch, dass ich zunächst mal aufsagen muss, was für konkrete Änderungen ich in dem, was möglich ist, haben möchte. Und da muss ich der Bundesregierung vorhalten, nicht, dass sie nicht wüsste, was konkret auch noch verändert werden könnte zum Teil, dass die Bundesregierung immer noch auf die nationale Nabenschau guckt, indem sie in der Öffentlichkeit nur auf die Vertragsänderung sich fokussiert. So funktioniert das nicht. Früher, meine Damen und Herren, hieß es, Deutschland ist in Europa der Motor. Früher waren wir das Schmiermittel der europäischen Integration oder das Tandem mit Frankreich. Schwarz-Gelb im Jahr 2010 in der Strategie 2020 ist nicht mal ein Schlafwagen nach Brüssel. Sie sind im Moment höchstens eine Handdraisine auf dem Abstellgleis. Vielen Dank. Als